ist eigentlich alles noch in Ordnung für ihn. Aber. Deswegen bin ich ein bisschen nass hier. Ja, stimmt. Ich habe die Sitze auch ein bisschen. Hey! Ja. Weißt du, Folie, weißt du, wie die Folie aussieht? Als ist er einmal durch die Hölle gefahren und wieder zurück. Hm? Und wenn es überhaupt nicht abgeht, dann wird er einmal geschliffen, dann kriegst du nochmal eine Folie. Oder mal so Low-Budget-Lackierung. Das kriegt man hin. Willkommen bei Kfz-Tutzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um den günstigsten ML Deutschlands. Er hat ja diese schicke Folie drauf und diese schicke Folie kommt heute ab. Ja, ist ein Unfall passiert. Sieht nicht gut aus, ich weiß. Heute habe ich Hilfe dabei, weil das ist so eine geile Arbeit, die musste ich einfach teilen. Mit Aidosch. Aidosch, freust du dich schon? Ich rede heute nicht. Also freut sie sich. Das Auto muffelt ein bisschen und wir wollen natürlich einmal schauen, dass wir den ein Ozonbehandlung machen. Das heißt, wir tun ein Gerät rein, über Nacht und dann schauen wir, ob es noch muffelt. Viel Spaß mit dem Video und mal schauen, wie der ohne Folie aussieht. Das ist auch so eine Folie, die richtig, richtig billig ist. Richtig, richtig billig Folie. Kannst mir sagen, was du willst? Ja, es sieht echt katastrophal aus. Katastrophal. Ja, wir haben jetzt angefangen, wir werden jetzt auf jeden Fall zu Ende machen. Flo, die Motorhaube. Alter. Mehr nicht, ne? Motorhaube. Heute schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Also das ist so anstrengend und es ist so heiß. Das ist jetzt heiß hier drin. Ja. Das ist nicht normal. Und dann jetzt mit dem Föhn arbeiten. So, wir machen erstmal die Motorhaube fertig. Guck mal, wie schwer da rauskommt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Das ist jetzt nicht die Farbe, das ist von der Folie. Das sind Glücksgefühle. 15 cm auf einmal rauszuholen. Geil! Guck mal, was das ist. Das ist doch keine Folie mehr. Das ist Staub. Das ist Staub. Also das war eine Arbeit, ehrlich. Aber jetzt Arsch lecken und Feierabend. So, eine Katastrophe. Achtet mal. Das war eine Höllenarbeit gestern Abend. Wir saßen mit Aidan hier 3 Stunden, nur allein wegen der Motorhaube. Achtet mal. Ja, natürlich sind Farben abgeblättert, aber wir hatten echt keine Chance mehr gehabt. Haben wir es vom Weiten gemacht, hat er gar nicht reagiert. Von nahen haben wir leider die Farbe mit verbrannt. Ja, können wir nichts machen. Können wir nichts machen. Ich würde das schleifen und dann schauen wir, was wir damit machen. Erstmal komplett alles weg und dann schauen wir nach. So, wie ist unsere Ozonbehandlung gewesen? Einmal drin riechen. Oh, das riecht ja gut. Wow, das Ding ist ja geil. Geil. Ich muss los, ich muss einmal noch Mr. Do It und danach muss ich zu Soul Tony, weil wegen meinem Golf, wegen dem Steuergerät, kam ich noch nicht dazu. Ich werde jetzt zum ersten Mal tanken und also ich habe schon seit 11 Jahren gar nicht getankt. Habe ich eigentlich das Ding? Jo, habe ich. Hier kommt das rein. So sieht das Ding aus. Mehr geht nicht. Mehr geht leider nicht. Aber egal, wir müssen jetzt mal zusehen, was wir damit machen.
Motorhaube habe ich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was soll man machen? Soll man das low-budget-mäßig lackieren oder low-budget-mäßig folieren? Sagt Bescheid. Und wenn, sagt die Farben. Ganz wichtig. Matt. Ich will matt haben. So irgendwas Geiles in matt. Kann schwarz sein, braun sein, silber sein. So. Die linke Seite ist die Folie komplett ab. Wobei ich echt sagen muss, schade Jungs, hammer geile Farbe hat da eigentlich gehabt. Da habe ich ja schon geschliffen gehabt. Hier ist die Folie jetzt komplett ab. War eine Katastrophenarbeit, muss ich sagen. Guckt euch mal die Klebereste an. Weil hier wurde der ja warm. Ihr merkt das auch. Wo die Sonne mehr gescheint hat drauf, also direkt der Sonneneingriff hatte, sind die natürlich richtig katastrophal abgegangen. Hier unten, wie ihr seht, war so gut wie nichts. Na, da ging die Folie so ab, als wurde die frisch drauf gemacht. Aber desto höher, desto schlimmer wurde es. Die Stoßstange auf jeden Fall reparieren werde. Ne, die ist ja hinüber. Ihr seht das ja. Da will ich mal zeigen, wie ich das reparieren werde. Die ist nur lackiert, zum Glück. Die Seite wird natürlich schwer. Das werde ich ja machen, wenn ich Zeit habe. Vorne ist die auch lackiert. Emblem wurde lackiert, Grill wurde lackiert. Das ist das Gute. Der wurde, glaube ich, auch lackiert. Wobei ich sehe, nee, der hat auch eine Folie. Okay, die hole ich auch noch raus gleich. Ja, Rost. Rost habe ich ehrlich gesagt viel, viel schlimmer erwartet. Na, es ging. Es ist nur oberflächlich. Natürlich, innen ist natürlich auch gerostet, ist klar. Aber ganz ehrlich, ich habe es schlimmer erwartet. Ne? Nichts geht durch oder so. Das ist sehr, sehr gut. Natürlich ist die Farbe ja von innen abgeblättert und dann sah man das natürlich sehr, sehr schlimm. Ich dachte, der ist durch, ganz ehrlich. Aber das geht noch. Da kann ich auf jeden Fall noch schön mitarbeiten. Ne? Das ist natürlich die schlimmsten Stellen. Aber sei es drum. Machen wir fertig. Ach, ein paar Sachen sind auch noch dran. Die muss ich auch noch machen. Ja. Schön. Freue ich mich. Und dann geht's weiter. Guckt euch bitte das einmal an. Ehrlich, ich bin kaputt. Nach Feierabend alles gemacht und ich kann nicht mehr. So sieht das Ganze aus. Hier, die Seite haben wir ja schon gesehen gehabt. Ne? Sind noch ein bisschen noch hier, da. Das war's. Hier haben wir auch komplett einmal ab. Ja, und hinten einmal komplett ab. Ey, meine Finger tun weh. Seit 3 Tagen mache ich das. Echt, meine Finger tun weh. Hier, die Sehne tut voll weh. Glaubt es nicht. Ich kann das hier nicht mehr machen. Oh. Ja, auf jeden Fall. Soweit, so gut. Hier haben wir noch eine Stelle entdeckt. Hier, erstaunlicherweise, ist die Farbe überhaupt nicht abgegangen. Hier habe ich auch sehr, sehr lange gebraucht. Aber hier ging die Farbe nicht ab. Und das Gute dran. Ach so, hier ist auch noch ein bisschen. Und hier haben wir nur ein bisschen Rostansatz. Ne? Ganz wenig hier. Hier fängt es, glaube ich, auch noch an. Hier habe ich, hinten habe ich noch was gesehen. Zeige ich euch auch noch. Hier fängt das auch an. Und da. Ne, das sind immer die Stellen, wo immer geschraubt ist. Weil der ist hier geschraubt. Ja. Halb so schlimm. Ne, der hat so einen grünlichen Schimmer, das Ding. Und von hinten sieht das aus wie grün. Ich musste echt zweimal nach links, also nach links und rechts schauen. Ich so, hä? Haben die eine andere Heckklappe eingebaut oder was? Aber natürlich nicht. So, das war's. Morgen besorge ich das Teil. Ich habe es leider nicht da, sonst hätte ich das noch gemacht. Ne, so verrückt wie ich bin. Ich hätte bestimmt noch bis morgens hier gearbeitet. Aber heute reicht das echt. Morgen mache ich das Ganze nochmal. Das und so alles abkriegen. Da bin ich mal gespannt. Und dann sieht es eigentlich mal nicht so schlecht aus. Bis hier ist ja klar. Sonst müsste eigentlich die ganze Farbe wieder eigentlich in Ordnung sein. Und da werde ich auf jeden Fall was sprühen erstmal. Rost umwandeln und dann schauen, weil das ist ja von innen und nicht von außen. Leider. Krankheit. Aber schön. Sonst echt gut erhalten. Also ich muss sagen, ne, keine Kratzer, gar nichts. Geil. Geht. Aber der rubbelt ordentlich ab, ne? Ja, kann man ja nicht die unterste Stufe machen hier. Ich bin
Ich bin bei der untersten Stufe. Aber anderes geht nicht. Ich muss das jetzt machen, das komplette Auto. Komplette Auto. Viel Spaß, Jungs. Super. Gar nicht. Jetzt zu den nächsten 1000%. Nee, das geht nicht. Das bringt gar nichts. Nee, da bist du ja so lange unterwegs hier und. Das bringt nichts, das wird geschritten. Da hier. Ne? Damit man dich so. Ja gut sieht hier. Bleib gesund auf jeden Fall. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Nee, ich glaube, der hat Wackelkontakt. Jetzt sieht man dich gar nicht mehr. So. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr hier machen wollt. Sollen wir das lackieren oder sollen wir es folieren? Und wenn, schreibt bitte, was für eine Farbe. Das würde mich interessieren. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutor.